Schönen guten Abend zusammen. Hallo Saarland. Hallo Sankt-Ingbert. Danke. Guten Tag. Er hat sich in Berlin einen Namen gemacht, nicht nur als Comedian auf der Bühne, sondern auch als Stimme im Radio. Und das ist ja so eine Sache. Denn wer im Radio moderiert, klingt häufig übermotiviert. Der Frühaufsteher schaudert schon, doch der hier kennt auch Plauderton. Zur Gesundung tut der Jungspund aus dem Rundfunk nichts mit Schwung kund, sondern ohne Nervlizenz, gechillt, auf eigener Frequenz. Mit wachem Blick fürs Kuriose, für die Nerds in Touri-Pose, Hipster-Teenies, die die Hauptstadt täglich aus dem Beanie zaubert. Wie man trotz Krawall der Stadt noch immer Spaß am Alltag hat, das zeigt sein Credo selbst erwähnend: Sieh die Welt als Entertainment. Angenehm als Zeitgenosse nimmt er ohne eitle Posse eher wie eine heitere Glosse des Erfolges Leitersprosse. Ist ein Schelm, ein wählerischer, in der Welt nach Fehlern Fischer, lustig, aber nie par force, ein Eric Clapton des Humors. Doch gut, sonst reime ich wochenlang so weiter, dann wird's doch ein Zwang. Der Kenner fordert noch einen Gang. In diesem Sinne, Jochen Prang! Dingbert! Ihr seht so geil aus. Ich freue mich seit Wochen auf diesen Auftritt, The Hem. Und ich habe so eine kleine Fantasie. Ich frage euch gleich, wie es euch geht. Und ihr seid all ayo musio. Dingbert, wie geht's dann so? Bitte schön, Applaus. Bitte für euch Applaus, Applaus. Hey. Ich bin Saarländer, ich mache seit 5 Jahren Stand-Up und überall, wenn ich auf die Bühne komme, muss ich mich erklären, hier nicht. Wenn ich irgendwo auf die Bühne komme, ja, ich bin ja eigentlich Saarländer, aber ist doch, oh, wo hat denn der so gut Deutsch gelernt? Und das ist so das Ding mit uns, ne? Ah, ihr seid doch eigentlich Franzosen, ne? Und ich immer so, nein, mach deine Hausaufgaben, das Saarland. Wir könnten so Schottland von Deutschland sein. Wir hatten die Chance auf Unabhängigkeit. Wir haben einen komischen Dialekt. Verkackt. Aber jetzt ist dieses Jahr, sind 2 Dinge passiert, wo ich nicht mehr so schnell dementiere. Chemnitz und Frankreich ist Weltmeister. Bonjour, je m'appelle Jochen. Ça va? Und der Dialekt auch so. Ich werde auch von Künstlerkollegen gefragt, habt ihr im Saarland eigentlich einen Dialekt? Ich sage meistens, kaum. Kaum. Und das Schöne ist, so, wenn ein Saarländer im Supermarkt einfach nur nach Dill fragt, ne, klingt das schon gleich, als würde er eigentlich ein Sexspielzeug suchen. Okay. Ja? Ist er überall angekommen? Ich kann es kurz für alle, die nicht der saarländischen Sprache mächtig sind, erklären. Hanna Dildo. Sehr schön, ja. Das ist so ziemlich, was ich tue. Das ist mein Job jetzt. Ich bin Stand-Up-Comedian, ist die offizielle Berufsbezeichnung. Es ist ein geiler Job. Also man denkt immer, es ist ein geiler Job. Und es so, naja, du pennst bestimmt bis 12 und hast den ganzen Tag nichts zu tun und abends ein paar Minuten. Ja? Aber der Weg dahin ist hart. Die ersten 4 Jahre sind scheiße. Du kriegst kein Geld für das, was du machst. Du bist froh um jede Minute Bühnenzeit und du fährst meistens, weil es nichts kosten darf, mit dem Flixbus. Viele machen nach dem Abi nochmal so 3 Monate Abenteuerurlaub. Irgendwo 18 Stunden Flug nach Thailand in eine fremde Kultur, in der man die Sprache nicht versteht. Vergesst das. Fahrt Flixbus. Für 5,50 Euro von Saarbrücken in 18 Stunden nach Schwäbisch Gmünd. In eine Kultur, wo man die Sprache nicht mehr versteht. Und trotzdem, das habe ich gern gemacht. Ich hatte ein Ziel, ne? Ich will weiter vorankommen, weil es ist der beste Job. Der ist besser als alles, was ich je zuvor gemacht habe. Vorher war ich zum Beispiel DJ auf Hochzeiten. Sieht man eine Menge Elend.
Es beginnt ja mit dem Hochzeitstanz, wenn er so aus seiner Familie so abgeschoben wird und sie nimmt ihn erstmal auf, er hat Bleiberecht, Refugees welcome, bleib mal hier. Und der Hochzeitstanz, da sehen Männer nie glücklich aus. So, der Gesichtsausdruck ist immer so, als wäre ihm jetzt eine rektale Volluntersuchung ohne Narkose deutlich lieber. Da erinnern sich einige hier vorne. Ja. Er hat's gemerkt. Ja. Wenn man ehrlich ist, er tanzt auch so, als wäre der Schlauch schon drin. Ja, wenn dann alle. DJ, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es ist ein bisschen wie Nutte. Haben wir Nutten hier? Warum lachen da immer alle? Dürfen die nicht weg oder was? Stehen die vorne bei der Frau an der Kasse und sagen, hallo, ich habe keine Karte für die Show heute Abend. Ah, so wie sie aussehen. Was machen sie denn beruflich? Ja, ich bin Prostituierte. Ah, da haben wir es schon. Kulturausschuss an Ingbert. Kleingedruckte, darf ich nicht reinlassen. Tut mir leid. Naja, ich sehe ja morgen ihren Mann. Es ist ein geiler Job, ich liebe es. Echt wirklich Comedian, das Beste überhaupt. Und sogar meine Mutter findet es gut, dass ich das hier mache. Sie findet es toll, dass ich mich selbst verwirkliche. Sie unterstützt mich, sie legt auch was für meine Rente weg. Und sie hat gesagt, das passt zu dir, mein Sohn. Wir wussten schon früh. Ja, du warst ein tolles Kind. Aber irgendwann hast du angefangen zu reden. Und ich glaube, mein Humor kommt schon so aus meiner Familie. Wir waren drei Jungs zu Hause, da gibt's immer auf den Sack, da gibt's immer einen mit. Das ist eine harte Humorschule. Ich habe zwei kleine Brüder, das war für mich sehr schön, für die sehr anstrengend. Ich war erst, klar, ich hatte mein eigenes Zimmer, die mussten sich eins teilen, weil ich, hey, Wunschsohn, hallo, Thronfolger, hallo, Erstgeborener, bitteschön. Ich dachte erst, als der zweite kam, ah, cleverer Papa, das ist, wenn hier was kaputt geht, haben wir Ersatzteile, geil. Bis er meinte, nee, es ist, falls du uns kaputt gehst. Ich so, ah. Und dann kam der dritte noch und es sind immer drei Jungs, die mussten sich ihr Zimmer teilen, die haben einiges mitgemacht. Beispielsweise, ich bin einmal abends zum Guten Nacht sagen so hin und war so, oh, ihr habt's gut. Ihr seid nicht alleine, wenn nachher die Monster kommen. Gute Nacht. Und unterm Bett war mein Kassettenrekorder versteckt. Der lief auch schon, aber das Band war erstmal leer. So nach einer halben Stunde, die letzten 4-5 Minuten von dem Band, ging es dann so langsam, ganz dezent unterm Bett los. So. Andreas. Michael. Und ich habe von außen mit der Gartenhake am Fenster. Wir riechen zartes Kinderfleisch. Und die schlafen heute noch mit Licht. Ja, also, Familie ist zufrieden, ich bin zufrieden. Meine Mutter hat sogar gesagt, das war süß. Meine, das ist ja toll, mein Sohn, hast du ja morgens immer Zeit für deine ganzen Behördengänge, kannst du immer sofort, wenn was ist. Ich so, ja, Mama, genau deswegen mache ich das hier. Weil ich so gern aufs Amt gehe. Manchmal gehe ich einfach nur so mal dahin, ne? Zieh mir eine Nummer, setz mich 2 Stunden in die Wartehalle. Und wenn die mich dann aufrufen und fragen, ja, was kann ich für Sie tun, sage ich, überhaupt nichts. Andererseits, Unrecht hat sie nicht. Ich bin Deutscher, das ist in meinem Gencode drin. Behördengänge werden sofort, pünktlich, fristgerecht, dreifach angefertigt, erledigt. Haben wir noch andere Deutsche hier? Sind Deutsche hier? Klatscht bitte. Nach Chemnitz jetzt nicht den Arm heben. Klatschen. Sind Deutsche hier? Ah, das ist auch so ein schüchternes Klatschen, ne? So ein, oh, wenn ich jetzt zu laut klatsche, bin ich ein Nazi. Euphorie in Deutschland, darf man das? Oh, man ist ja heutzutage schnell in der rechten Ecke. Man traut sich ja. Ich traue mich beim Fahrradfahren nicht mehr rechts abzubiegen. Es ist zu riskant. Es ist zu riskant, ne? Und es ist so, alles in uns drin, immer so Angst und Ärger und Angst und Ärger. Und ich kann da auch nicht aus meiner Haut raus. Ich bin auch, das ist so, Kartoffel sagt man heute, ich bin Kartoffel, ich ärgere mich, ich bin Deutscher. Wenn ich in der Bahn sitze,
Der Zug fährt und da kommt so eine dieser berühmten Ansagen: Verehrte Reisende, leider verspätet sich unsere Weiterfahrt um 5 Minuten. Das vor uns liegende Gleis wird noch von einem Regionalexpress blockiert. Sofort. Was? Moment mal. Das läuft hier nicht nach Vorschrift, Leute. Hat der gesagt Regionalexpress? Das hier ist doch ein ICE. Ich hab Bahnkomfortstatus. Ramm die Sau. Ne? Statt einfach mal zu sagen, ach, 5 Minuten, mach dich locker. Lass. Das ist ja, was die Bahn uns lehrt. Loslassen. Ich find's auch süß, dass sie noch mit festen Zeiten arbeiten. So Empfehlungen fände ich schön. Sie wollen von Saarbrücken nach Berlin. Kommen Sie mal gegen 10 an Gleis 5, da wird vielleicht ein Zug stehen. Wenn da einer steht, steigen Sie mal ein. 8 Stunden später nochmal aussteigen, mit ein bisschen Glück sind Sie da. Das kann man ja auch mal locker nehmen, ne? Ist vielleicht, ich versuche mittlerweile Dinge positiv zu sehen und suche positive Sichtweisen und ich habe eine sehr schöne gefunden. Wahrscheinlich hat die Bahn keine Verspätung. Wahrscheinlich ist das ein ganz ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Pass auf, 9/11. Wir haben Flugzeuge in Hochhäuser gesteuert. Danach war klar, schaffen wir nicht mehr. Dann saßen die vielleicht in ihrem ISIS, Al-Qaida, Taliban, wie auch immer, Terrorcamp und waren so, Alter, was machen wir jetzt? Hat jemand eine Idee? Ja, wie wäre es, wenn wir die Bombe an den Zug und dann in Berlin den Hauptbahnhof, bam! Und dann haben die sehr schnell gemerkt, es ist nicht kalkulierbar, wann dieser Zug die Deutsche Bahn rettet jeden Tag Leben. Naja, ich hab irgendwann gemerkt, dass ich da so in so einem engen Korsett für mich so ein bisschen gefangen bin. Ich wollte lockerer sein, so wie alle meine Kumpels, die alle so, egal wie es kommt, es kommt schon, machen wir mal. Und dann habe ich so ein paar Übungen entwickelt. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Es gehört teilweise Mut dazu. Ich stehe jetzt auf der Rolltreppe manchmal links. Und mein Rekord sind 2 Sekunden. Länger traue ich mich noch nicht. Und nur, wenn keiner kommt, sonst wäre es zu aufregend. Ich habe mich neulich im Flieger nach der Landung schon abgeschnallt, bevor wir die Parking Position erreicht haben. Man muss was riskieren im Leben, Leute. Und Übung Nummer 3, und hier kippt der Saal oft schon. Im Supermarkt an der Kasse benutze ich keine Warentrenner mehr. Ich lasse das mal auf euch wirken. Frauen mögen Bad Boys. Das ist ein großes Ding, der Warentrenner für uns Deutsche, oder? Das ist wie so ein kleiner Gartenzaun. Und ich war sehr nervös am Anfang, weil wird der Kassierer anhand der 2-Meter-Lücke erkennen, dass ich der neue Kunde bin? Nicht nur ich war nervös, der vor mir war nervös. Und der hinter mir, der war richtig, der war so, Leute, es kann sein, dass ich hier gleich Hilfe brauche. Was macht denn der Anarchist? Das ist legal? Und dann greift er an mir vorbei. Das war das Krasseste, was ich je an einem deutschen Supermarkt an der Kasse erlebt. Er greift an mir vorbei und nimmt sich 2 Warentrenner und legt einen vor meinen und einen hinter meinen ein. Aber auch nicht einfach so, ne? Sondern so. Muss man aushalten. Aber ich sage euch, es lohnt sich. Mir wurde schon 2-mal der komplette Einkauf mitbezahlt. Ja, und das war auch der Grund, warum ich eigentlich irgendwann nach Berlin bin. Ich bin nach Berlin gezogen, weil ich wusste, das ist eine Stadt, die macht dich locker. In Berlin musst du einfach locker lassen können. Berlin ist geil. Ich liebe es, da immer noch ab und zu sein. Und dann mache ich halt mein Ding noch. Berlin ist alles viel günstiger, teilweise sogar kostenlos. Busfahren kostet nichts in Berlin. Weil es ist dem Busfahrer scheißegal, was du ihm vor die Nase hältst. Ich fahre seit 3 Jahren in Berlin Bus mit einem Panini-Sammelbild von Lothar Matthäus. Es funktioniert, wisst ihr so. Großer Hype in der Stadt natürlich, ne? Dass alle am Puls der Zeit, alle pitchen irgendein Projekt. Keiner hat, habt ihr Arbeit? Wer von euch hat Arbeit? In Berlin hat keiner Arbeit. Keiner. Wir haben alle nur ein Projekt, aber keiner hat Arbeit. Die Hipster. Ich habe Brenzel. Hipster ist bekannt? Ja, ich kann es aber schnell erklären. Ein Hipster ist ein Mann,
der aussieht wie ein Holzfäller, aber Angst hat vor der Axt. Hier vorne, du könntest ein super Hipster... Nee, du bist zu fett für einen Hipster. Tut mir leid. Das ist so. Ey, das ist nicht böse gemeint. Das ist total, weil er kann sich wahrscheinlich normal ernähren. Er hat eine komplette, keine Unverträglichkeit. Diese ganzen Hipster-Jungs sind ja alle krass glutenunverträglich, laktoseintolerant. Ne? Mädels, wenn ihr am Prenzlberg nachts unterwegs seid, es wird langsam dunkel, vergesst Pfefferspray. Macht euch ein bisschen Milch in so eine Wasserpistole. Das ist wirklich wahr. Du kannst den ganzen Prenzlauer Berg mit einer Packung Butter töten. Tilt. Ne? Hier vorne steht jetzt auch so ein Weg. Es kommt ja alles näher. Hier vorne steht auch so ein veganer Foodtruck. Das ist Foodtruck. Ganz modern in Deutschland gerade. Es gibt Foodtruck-Festivals für die Älteren. Essen auf Rädern. Das ist so der Kreislauf des Lebens. Ne? Wir machen es auch Smoothies. Ganz hippe Smoothies. Zu Deutsch, wir pürieren unser Essen jetzt schon ein bisschen früher. Das ist der Prenzlberg. Wir sind vegan. Vegan ist, ich meine, im Saarland gilt man schon als Vegetarier, wenn man beim Cordon Bleu den Schinken weglässt. Und die haben ja irgendwo, ich muss zugeben, die haben ja irgendwo recht. Ich bin immer nur ein bisschen kritisch, wenn aus Sachen direkt eine Religion gemacht wird. Wenn plötzlich alles so religiös und aufgedrückt wird so. Und die Leute plötzlich sagen, ja, ich bin jetzt auch vegan, ich habe alles umgestellt, ich habe alles, ich habe auch ein neues Auto, ich habe den neuen Renault vegan. Sorry. Weißt du, was gerade passiert ist? Ich dachte, ah nee, Fernsehen ist da, ich darf jetzt keine Schleichwerbung machen, sag bloß nicht vegan, an der Stelle, wo ich sagen sollte, vegan. Ja, ich komme nochmal rein. Das schneiden wir raus, nein. Das ist großartig, aber ich mag ganz gerne die Leute so ein bisschen fordern. Ich frage dann so Sachen wie, finde ich total gut, aber ist wirklich erwiesen, dass die Banane beim Abziehen der Schale keinen Schmerz empfindet? Und oft ist es so, willst du dich jetzt verarschen oder was? Nee, was ist denn, wenn die auf eine Frequenz schreit, die der Mensch einfach nicht wahrnimmt? Dann meinst du so, wie Wale? Wie Wale? Und immer wenn du zu Hause zur Banane greifst, ist es für dich total okay, aber für die Banane, ja! Und wenn ich ihn eine Woche später wiedersehe, sage ich andere. Sage ich, du, ich habe nachgedacht, unser Gespräch hat echt was in mir bewegt. Also ich beschäftige mich jetzt auch mehr mit meinem Essen. Ich schlachte jetzt selbst. Das ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn das Leben aus den Augen mit dem Schnitt am Hals. Ich habe sehr wenige Freunde, deswegen bin ich viel auf Tour. Nein, nein. Ich habe... Es ist halt einfach geil. Also du kannst da halt viel machen in Berlin. Ne? Und alles am Puls der Zeit. Jedes Start-up, jede neue App kommt aus Berlin. Das ist ja schon so ein Wahnsinn, den wir uns aussetzen. Ne? Diese ganze Technik. Auf der einen Seite total faszinierend, dass du alles in deinem Handy hast. Auf der anderen Seite ist es auch total, ich merke so ein Suchtverhalten. Ne? Ich sehe euch nicht. Ihr sitzt im Dunkeln. Außer irgendwer kommt auf die Idee, mal heimlich auf sein Smartphone zu gucken. Ihr glaubt nicht, wie viel von unten beleuchtete Hackfressen man übers Jahr verteilt. So sieht. Es hat so was von Blair Witch Project, so. Mhm. Wo ist es? Irgendwo da draußen ist irgendwas. Und ich bin genauso. Ich bin genauso. Ich bin ständig an meinem Smartphone. Ist was passiert? Nein. Jetzt vielleicht? Nein. Ist irre. So als hätte man beim Festnetztelefon auf Verdacht mal abgehoben. Hallo? Jetzt vielleicht? Hallo? Nee, immer noch nicht. So, ne? Man macht sich so abhängig davon, weil man immer alles mitkriegen will. Warum muss man immer alles direkt mitkriegen? Ich habe zu Hause jetzt eine Regel, die heißt, ich gehe immer ohne Smartphone auf das Klo. Aus Sicherheit, weil wenn ich es mitnehme, ne, sitze ich nicht, bis ich fertig bin, sondern bis der Akku fertig ist. Und dann bin ich auf Facebook und auf Twitter und gucke mir lustige YouTube-Videos an, die mir ein Kumpel schickt. Oh, ja. Und irgendwann sind mir beide Beine eingeschlafen. Dann kann ich nicht mehr aufstehen, also bleibe ich auf Facebook und auf Twitter. Chatte mit meinem Kumpel über WhatsApp. Wir leiten die Diskussion immer mit diesem Kacke-Emoji ein. Der ist dafür gemacht. Das ist unser Code. Das ist unser virtueller Stuhlkreis. Und auch so diese ganze Kommunikation, die sich verändert hat. Ne? Mal klatschen bitte. Wer von euch kriegt WhatsApp-Sprachnachrichten? Und wer von euch hasst WhatsApp-Sprachnachrichten? Was soll der Scheiß? Weil die immer mit ihren scheiß Fettfingern von diesem Button abrutschen, kommt da bei mir immer nur so halbfertige Grütze an.
Alter, wir wollen mal wieder ins Kino. Ach, wir haben es wieder abgerufen. Ich bin schon wieder abgerufen, aber jetzt. Alter! Ruf mich an! Dafür wird Weltraumtechnik benutzt. Ein Satellit dreht sich und schießt deine Grütze zu mir. Behandle das mit Respekt. Aber auch hier, neues Hobby. Wenn ich sehe, dass eine junge Frau ihrem Freund eine Sprachnachricht aufspricht, schleiche ich mich so an und sage so Sachen wie: Komm, einmal ficken geht noch, bevor der Alte kommt. Sie ist oft so, hä? Großer Spaß. Und auch diese WhatsApp-Gruppen, so, ne? Wenn ich das schon sehe, hat dich in die Gruppe XY hinzugefügt. Ja, ich weiß, was ich dir zufüge. Wenn ich, soll das? Bei mir kriegen gerade alle Kinder. Alle kriegen so Kinder. Und plötzlich bist du in WhatsApp-Gruppen mit 100 Leuten. Mit der einzigen Nachricht, die kleine Lena Marie hat das Licht des Universums erblickt. Wenn 100 Leute diese Nachricht kriegen, antworten 99 direkt. Es war wie 3 Tage Handy-Bukake-Party. So es kam aus allen Richtungen. Ich würde jetzt nicht so laut lachen hier vorne, deine Freundin sitzt neben dir. Wenn ich weiß, was Bukake ist, einfach mal googeln. Viel Spaß heute Nacht. Ach, wie süß. Ach, wie goldig. Ach, ihr seid gesegnet. Ja, ja. Gesegnet von Satan. Einer hat ein Bild geschickt mit so einem Einhorn, so einem Regenbogen, so Glitzer und so einem Spruch. Das Einzige, was uns aus dem Paradies geblieben ist, sind Sterne, Blumen und Kinder. Wer sowas schreibt, hat keine Kinder. Ich bin nicht bibelfest, ja, aber ich meine mich dunkel zu erinnern, dass im Paradies noch keine Kinder waren, oder? Sonst hätten die doch viel früher diesen Apfel gepflückt. Oder? Mama, ich will einen Apfel. Nee, das dürfen wir nicht. Warum? Weil Gott es nicht möchte. Warum? Nein, er hat es halt verboten. Warum? Scheiß drauf. Freiheit! Adam, fang! Sterne, Blumen, Kinder. Ich krieg Kinder mit im Zug, wenn ich im Zug irgendwo hinfahre, ne? Zu den Auftritten sitze ich immer im Ruhebereich. Und wer ist auch im Ruhebereich? Mütter mit Kind. Und die sind geil. Kids sind ja prinzipiell erstmal geil. Jede Menge Energie. Der kommt ins Abteil, der räumt die Tische ab, der bröselt Kekse in die Lüftungsschlitze, verreibt die Schokolade im Teppich in den ersten 2 Minuten. Wahnsinnsenergie. Könnte man die bündeln, wir wären den Chinesen weit voraus. Ne? Und er schreit. Und ich sag normalerweise nichts, hey, es ist ein Kind. Komm, Kinder sind laut, Kinder müssen laut sein. Kinder müssen spielen und laut sein dürfen. Aber nach 3 Stunden bin ich hin. Das ist meine Zeit am Tag zwischen den Auftritten, wo ich runterkomme und sage, entschuldigen Sie mal, er schreit seit 3 Stunden. Hier steht Ruhebereich. Und dann kannst du heute ja nichts mehr sagen gegen so ein Kind. Ne? Das ist ja sofort, bitte was? Nee, entschuldigen Sie mal. Der ist 3. Der kann das nicht lesen. Ich habe dann aber gemerkt, wenn ich meinen Laptop so drehe, dass er das Bild auch sieht. Und dann sowas gucke wie The Walking Dead. Dann ist er plötzlich erstmal sehr lange, sehr still. Sterne, Blumen, Kinder. Und das Schöne ist, ich glaube, ihr seid die Ersten, die es erfahren, es kommt auch auf mich zu. Ich werde bald Vater. Das ist die billigste Art und Weise, sich einen Applaus abzuschnurren. Ich habe nicht viel dafür getan. Rein ist einfach, Leute. Rein ist einfach. Der Applaus geht an meine Frau, weil die muss es rausbringen. Ey. Ja, bitteschön. Ich habe da so Schiss vor allem. Ich meine, es ist ja auch nicht so einfach, ein Kind zu kriegen. Ne? Es ist ja nur so ein kleines Zeitfenster im Monat, wo man überhaupt fruchtbar, so ein Kippfenster eigentlich mehr so, ne? Wo man zwischen
Bei manchen steht die Verandatür sperrangelweit offen, da ist durch, so gibt's auch, aber bei normalen Menschen ist es eher so, naja, schwierig. Ne? Wir haben ab September gesagt, jetzt passen wir mal nicht mehr auf, wenn es jetzt passiert, ist alles gut, ne? Dann ist nichts passiert. Dann haben wir überlegt, was machen wir? Vielleicht den Nachbar mal versuchen. Haben wir uns aber entschieden, dass ich mich erstmal durchchecken lasse. Weil ich bin eh 41, da kann man mal diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen machen. Ne? Das ganze Ding, ein großer Spaß für die ganze Familie. Ich war schon fast überall. Magenspiegelung, muss ich sagen, war hart. Magenspiegelung. Ich habe mich ausnocken lassen. Also Narkose. Man kann ja diesen Schlauch bei der Magenspiegelung bei vollem Bewusstsein... Nix für mich. Also Mädels, Respekt. Warum guckst du ihn jetzt so an? Einmal hat eine zwischengerufen, es gibt aber auch unterschiedliche Schläuche, mein Herr. Okay. Ja. Das war die dreckigste Lache heute Abend. Applaus für die junge Dame hier vorne. Man lacht ja immer über die Dinge, die man am meisten kennt. Und hier vorne kennt sich jemand wohl mit kleinen Schläuchen aus. Sehr gut. Und das Gruselige war dann, als ich wieder wach wurde, ich war noch so leicht narkotisiert und höre plötzlich diesen Arzt so sagen, oh, der ist ja Privatpatient. Und ich hoffe, das ging wirklich nur in meinem Kopf weiter, damit dann hätten wir ja einen frischen Schlauch nehmen können. Ja, also, und im Zuge dieser ganzen Vorsorgeuntersuchung dachte ich, halt, Urologe, komm, lass die Jungs mal durchchecken, ob das überhaupt geht mit dem Baby und so, ne? So, und dann bin ich dahin zum Urologen und das war ein seltsamer Gang. Ich war so auf dem Hinweg noch echt gut gelaunt. Ich war so, ich werde einem erwachsenen Mann meinen Lulu zeigen. Und je näher ich dieser Praxis kam, desto mehr war ich so, oh Mann, ich muss gleich. Einem Erwachsenen. Oh, und wahrscheinlich fasst er den an. Und ich muss sagen, der war zärtlich. Aber mir persönlich ein bisschen zu euphorisch. Ich war kaum da, war der so, pff, oh, also Herr Prang, das sind ja prächtige, große, guck nicht so gierig hier vorne. Gesunde Hoden. Und ich war so, danke. Aber mir ist es echt unangenehm vor den ganzen Leuten hier im Wartezimmer. Ja, jedenfalls ist da noch nicht viel passiert und dann war irgendwie so, ab Januar haben wir gesagt, jetzt wird gerechnet, jetzt wird's ernst. So, und dann gucken wir auf den Kalender und sehen, fruchtbare Phase, bin ich auf Tour. Februar, fruchtbare Phase, bin ich auf Tour. März, fruchtbare, vielleicht doch der Nachbar. Nee? Okay. Und dann ist Magie passiert. Einen Tag später ruft ein Veranstalter an und sagt, ey, unsere Heizung ist im Eimer, wir können den Laden nicht wärmer als 2 Grad heizen, können wir die Show verschieben? Und ich gucke in den Kalender, sehe fruchtbare Phase, ja, wir können. Verschiebt die Show. Und habe ich Donnerstagabend in Braunschweig gespielt und bin Freitagmorgen von Braunschweig nach Heidelberg, wo wir jetzt wohnen, hingefahren. Das war die absurdeste Zugfahrt ever. Ich bin Zug gefahren, um ein Baby zu machen. Und ich hatte das Gefühl, jeder im Abteil weiß Bescheid. Liegt vielleicht auch daran, weil ich schon im Zug angefangen habe. Ich stand unter Druck. Ich muss, bleib hart, Junge, bleib hart, Junge. Und dann kam ich zu Hause an, irgendwie so 2:30 nachmittags, habe mich rituell gereinigt, nackt auf der Couch gesessen und gewartet. Nach 5 Stunden kam meine Freundin von der Arbeit und dann war das ein bisschen so, normalerweise ist Sex sowas wie, oh, oh, bam, und dieses war aber so, okay, wir wollen ein Baby machen, dürfen wir jetzt Spaß dabei haben? Ist das, hat sich angefühlt wie so ein medizinischer Eingriff. Lag vielleicht auch daran, dass ich einen Stuhl in den Flur gestellt habe und gesagt, der Doktor kommt gleich. Und dann ist es passiert und dann kommt so ein Kind auf die Welt. Das ist so in dem Moment, wo du weißt, da kommt ein Kind, weißt du auch, du machst ja jetzt erstmal Sorgen. Du hast als Vater nur so die ersten 3 Monate sowieso. Dann sind die überstanden, alles ist gut, dann kommen die Hardcore-Untersuchungen. Trisomie 21, 18, 47, 11, was es da alles gibt, ne? Dann stehst du da, da wird per Ultraschall die Nackenfalte vom Kind gemessen. Die letzte Nackenfalte habe ich beim Schwenkerkaufen gemessen. Plötzlich vom Kind. Du machst dir Sorgen. Es ist irgendwie so krass, ne? Es dauert 9 Monate, dauert es, bis das Kind da ist. Und es kann nichts. Es ist fragil, es ist anfällig für alle möglichen Krankheiten. Es stinkt, es macht Dreck.
Aber du freust dich wie wahnsinnig, dass es endlich da ist. Seitdem habe ich Verständnis für die Leute damals mit dem Trabi. Und es geht auch noch weiter. Du machst dir Sorgen. Plötzlich musst du auch dann, du musst so viel machen. Ne? Am Anfang, das Kind ist frisch. Es ist auch wieder wie so ein neues Smartphone. Es ist plötzlich da. Du bist den ganzen Tag, wischst du dran rum. Es darf nicht runterfallen. Für ein neues ist kein Geld da. Ja. Aber es muss jetzt auch sein. Ich bin 41, ich verfolge einen langfristigen Plan. Man will ja auch nicht zu spät Eltern werden. Ich bin 41, meine Freundin 36, es wird langsam Zeit. Es gibt auch welche, da ist es zu früh, das gibt's auch, natürlich. Ne? Ich sag mal so, also wenn die Frau wegen Mutterschutz die 7. Klasse wiederholen muss, ist zu früh. Aber, ne? Und es kommt es, wir freuen uns sehr. Aber ich habe ein langfristiges Ziel. Ich will eigentlich nicht unbedingt Vater sein. Ich will Opa werden. Opa ist das Geilste. Kennt ihr den Film Saw? Da gibt es so einen Wahnsinnigen, der sich perfide Spiele ausdenkt, wo man auch nicht weiß, ob man sie überlebt. Das ist Opa. Haben wir Opas hier? Sind Opas hier? Können alle Opas mal klatschen, bitte? Ja, hier vorne. Und neben dran ist die Oma. Wie viele? 6. Ja, Verhütung war kein Thema bei euch zu Hause. 6 Enkel. Ja, das ist schon klar. Das ist schon klar. Schön, dass du es so rausstellst, ne? Nee, so ein krasser Ficker bin ich jetzt nicht, aber meine Kinder. 6 Enkel. Aber ist doch schön, ne? Weil das Leben hat ja so, das ist ja so ein Lauf, ne? Du kommst auf die Welt, deine Eltern sind deine Helden, irgendwann wirst du erwachsen, du hast plötzlich einen Job, dann kriegst du selber wieder Kinder und dann fällt dir ein, da ist ja noch dieser alte Mann, den wir seit Jahren vernachlässigen, der könnte doch gratis auf das Kind aufpassen. Ne? Ist es so? Ja. Deswegen habt ihr auch 6 Kinder, Enkelkinder, weil ihr so viel Zeit denen geschenkt habt. Aber was das Geile ist, das ist der Moment, wo deine Rache beginnt. Mein Opa hat meiner Mutter alles heimgezahlt. Knallhart. Ne? Bring die ruhig zu mir. Wir wurden dann morgens abgeliefert, sauber, adrett gekleidet, abends wieder abgeholt, dreckig und überzuckert. Es gab Schokolade mit Schokolade zum Mittagessen. Iss, Junge, iss. Zu Hause kriegst du ja nichts Anständiges. Der letzte Satz abends, kurz bevor wir abgeholt wurden, war immer so: Kinder, eure Eltern kommen gleich, hier ist euer Espresso. Und vergesst eure Trillerpfeifen nicht. Die waren ganz brav. Ich habe von meinem Opa auch viel gelernt, so was Erziehung angeht. Ne? Mein Opa hat uns viel miterzogen, wir waren da oft. Und ich finde, heute sind Kinder sehr, sehr weich erzogen. Wir ziehen uns so immer mehr Weicheier heran. Warum muss man so ein Kind diese 500 Meter zur Grundschule in so einem riesen SUV-Panzerwagen? Ne? Bei uns hieß es früher, ja, okay, wir sind den Weg gestern abgegangen, lauf halt mal los. Wenn es schief geht, vermieten wir das Zimmer an Spargelstecher, wenn Saison ist. Ja. Gut, da auch wieder Prenzlauer Berg, die transportieren ihre Kinder ganz anders. Sie sind natürlich mit so Lastenfahrrädern unterwegs. Sie haben so Lasten, da ist vorne so eine große Holzkiste. Da sitzt das Kind dann drin und dann fahren die durch den Berliner Stadtverkehr. Ist ja auch ganz praktisch, wenn was passiert, fährst du einfach weiter zum nächsten Friedhof. Die Kiste ist schon da, Recycling, ökologisch. Ja. Ne? Bei uns was anders. Wenn Opa hatte eine Regel. Alles unter 1,50 hält die Backen. War ein bisschen doof für meine Oma. Es waren andere Zeiten. Wenn wir mit Opa im Zug in die Stadt gefahren sind, waren wir im Raucherabteil. Hat's uns geschadet? Ja. Aber hat's Opa interessiert? Nein. Ich bin der Erwachsene, ich will rauchen, wir gehen ins Raucherabteil. Und mein Opa war faul. Ich musste seine Zigaretten drehen. Mit 7. Und wenn eure Eltern fragen, was haben wir den ganzen Tag gemacht? Gebastelt.
Und so erziehe ich meine Kinder auch. Also, das Erste. Das erste Kind wird so ein kleines Assi-Kind, mit dem werde ich viel Geld bei illegalen Babykämpfen in den Hinterhöfen machen. Ja. Sobald er greifen kann, lernt er Zigaretten drehen. Und sobald es möglich ist, Bierflaschen mit den Zähnen öffnen. Na komm, es sind die Milchzähne, wen interessiert's? Es geht doch nicht um das Kind, sondern ums Gesicht der anderen Eltern beim ersten Kita-Sommerfest. Wenn sie da steht, die Eislauf-Mutti und der Longboard-Daddy mit ihren Hipster-Kindern und so Sätze fallen mir, ach, unsere Ann-Sophie, die kann schon fließend lesen und schreiben. Mit 3. Ja, und Torben Malte erst. Torben Malte macht schon das große 1x1. Komplett alleine. Herr Prang, was kann denn eigentlich Ihr Sohn? Karl-Heinz! Kommst du mal? Bierchen? Hm? Machst du dem Onkel mal ein Bierchen? Das ist meiner. Raucht ihr? Er hat bestimmt auch was zu kiffen dabei. Hast du noch was zu... Nee, schon alles verkauft. Er ist so fleißig. Einfach nur, damit oben bei den Synapsen mal wieder so ein bisschen was sich bewegt. Ne? Das zweite Kind wird völlig anders erzogen. Das wird so ein kleines Zen-Buddhisten-Baby. Es wird auch ein bisschen fetter gemästet, damit es in der Windel im Sandkasten auch aussieht wie so ein Buddha. Und es ist voll mit Weisheit. Ne? Das ruht in sich selbst. Wenn dem jemand die Schippe klaut, dann rastet das Kind niemals aus. Das schlägt nicht zu. Das schreit nicht rum, das sagt so Sachen wie, aha, hast du jetzt meine Schippe? Oder hat meine Schippe dich? Namaste, Motherfucker. Ja, das wird sehr spannend. Sehr spannend. Aber viele fragen mich jetzt, ne? Boah, echt ein Kind? Willst du wirklich ein Kind in diese Welt setzen? Ja, wohin denn sonst? Wie weit ist die NASA mit dieser Mars-Mission? Ich weiß ja nicht. Schafft ihr das in den nächsten 5 Wochen? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Die Welt ist so am Arsch. Wir haben Trump, Erdogan. Das ist die andere Seite, diese Angst. Ne? Diese Angst, dass irgendwas... Die einen haben Angst vor den ganzen Populisten, die jetzt das Volk aufstacheln. Ne? Aber wir haben so ein schönes Land, so ein schönes Leben. Ne? Wir Deutschen sind so friedlich. Ich glaube nicht, dass von Deutschland jemals wieder eine Gefahr ausgehen wird. Könntet ihr euch deutsche Selbstmordattentäter vorstellen? So richtig mit Gürtel? Viel zu viel Schiss. Was sollen denn die Nachbarn sagen? Überhaupt, es ist 12 Uhr, es ist Mittagsruhe, das gibt doch Ärger. Und was müsste man einem Deutschen versprechen für so einen Anschlag, so Sprengstoffgürtel und irgendwo, puff, 72 Steuervorteile im Jenseits? Inklusive Anwohnerparkplatz, da würden einige, ja, da mach ich mit. Vergiss es. Diese ganze Hetze, die gerade so ein bisschen auch irgendwie durch die Online-Medien über uns in die echte Welt hineinschwappt. Ich finde das... Die arbeiten mit Angst, ne? So diese ganzen Populisten, die gerade so in Europa so rumwalten. Mit Angst und mit Hetze und... Leute glauben das langsam. Ne? Da gibt es Leute, die haben Angst vor der Islamisierung des Abendlandes. Habt ihr Angst vor der Islamisierung des Abendlandes? Ist dann Ingbert schon islamisiert? Nee, die Wackese sind viel schlimmer. Was? Ja. Und ich verstehe Angst. Ich verstehe vollkommen Angst. Es ist was Natürliches. Aber wenn ich mir oft angucke, wer so Angst vor der Islamisierung des Abendlandes hat, denke ich auch oft so, ja, aber ist das nicht mit der Zwangsehe für dich die letzte Chance überhaupt? Ja, du machst dich so lustig darüber, aber was ist, wenn die kommen hierher, die machen alles kaputt, unsere Kultur wird eine völlig, die ersten Weihnachtsmärkte heißen schon Wintermärkte. Mm. Dann singen wir bald andere Weihnachtslieder, ne? Feliz Kalifat. Feliz Kalifat. Wir müssen die Burka verwerten.
Die Burka, versteh mich nicht falsch, ich habe ein Problem mit der Burka. Die Burka ist für mich ein weiteres Machtinstrument von Männern, um Frauen zu unterdrücken, weil sie Angst um ihre Eier haben. Okay, das regelst du nicht mit einem Verbot. Das geht mit Integration, mit Bildung, mit Wissen, mit dem Hinweis, ihr müsst das nicht, was eure Männer von euch verlangen. Ihr seid frei, tun zu lassen, was ihr wollt. Viele tragen sie, aus religiösen Gründen. Viele verteilen aus religiösen Gründen irgendwo in Einkaufszentren religiöse Heftchen. Da wünsche ich mir oft eine Burka. Eine Freundin von mir trägt sie aus religiösen Gründen und die ist die geilste, die hat den geilsten Humor von allen. Die sagt, ja, ist doch geil, ich kann auf Arbeit blau machen und trotzdem in die Stadt. Die ist echt super. Die geht einkaufen, voll verschleiert, ne, komplett, aber auf dem Einkaufsbeutel steht, I'm sexy and I know it. Ich liebe diese Frau, ich habe keine Ahnung, wie die aussieht, aber ich liebe sie. Und ich habe mich gefragt, was machst du, wenn die das wirklich mal machen, wenn die Burka wirklich verboten wird? So, ja, ich habe schon oft drüber nachgedacht. Ich brauche was für den Körper. Ich brauche was fürs Gesicht. Ich nehme dann ein Batman-Kostüm. Und jetzt will ich das sehen. Freunde, stellt euch das vor. Morgen wird die Burka verboten. Übermorgen laufen hier durch die Kaiserstraße 20 fette Batmans. In der einen Hand so eine Aldi-Tüte. In der anderen ihre kleine Tochter verkleidet als Robin. Diese Ängste, die wir haben, ne? Ist nicht gut. Ist nicht gut. Ich denke viel über das Leben nach, weil meine Oma ist gestorben. Tolles Leben, 89 Jahre alt geworden. Sie hat nur erfahren, zum 90. kommt der Oberbürgermeister. Da dachte sie, ah. Ich habe den nicht mal gewählt. Ich habe noch kaum Stühle für uns alle. Ich bin mal weg, ja. Dann war Beerdigung und es war so eine Urnenbestattung, so ein bisschen Asche in einer Urne. Das wurde in so eine sehr teure, luxuriös aussehende, so eine Urnenwand. Es sah wirklich aus wie eine teure DHL-Packstation. Und ich habe mal nachgeschaut, eine DHL-Packstation wäre auch günstiger. Also ist vielleicht auch ein netter Gedanke, so Leben nach dem Tod. Du kommst nach Hause, hast so einen gelben Zettel im Briefkasten, weißt, ach, die Oma hat sie ein Päckchen für mich angenommen. Schön. Aber das war natürlich sehr emotional. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das ist, was übrig bleibt, ein bisschen Asche in der Urne, in der Wand, dann zählt ja, was du vorher aus deinem Leben machst. Ne? Und jetzt kannst du natürlich dein Leben mit Angst verbringen, die dich auffrisst. Oder du machst dir ein schönes Leben. Du kommst abends zu einer Show, guckst dir tolle Kunst an, guckst dir die Welt an, suchst dir einen schönen Partner, machst dir ein schönes Leben. Oder du hast Angst und die frisst dich immer auf. Immer glaubst du die ganze Scheiße, die kommen alle her und nehmen uns alles weg. Immer, ich habe diese Gefühle oft auch, aber wenn ich dann denke, okay, ich könnte irgendwas weniger haben, dann gehe ich in den Supermarkt und zähle, wie viele verschiedene Sorten Salz ich jetzt kaufen könnte. Dann geht's wieder. Dieses Jahr im Sommer, es war sehr heiß. Wir hatten Wasser in so einer Spraydose aus der Drogerie gekauft. Erklär das mal jemandem in Afrika. Nee, also wir haben bei uns zu Hause Wasser so zum Sprühen, weil bei uns ist es sehr heiß. Was soll das? Diese Angst. Lasst euch da nichts einreden. Oder diese Urangst. Oh, der Ausländer kommt und nimmt dir die Frau weg. Vielleicht sind es auch die Frauen, die denken, echt, die kommen alle meinetwegen? Übers Meer mit einem Ruderboot. Das ist ein ganz schöner Konkurrenzdruck für uns deutsche Jungs, weißt du? Aber nee, ganz im Ernst, Leute, niemand kommt und nimmt euch die Frau weg. Egal, wie doll ihr euch das wünscht. Ich lasse offen zu Hause, es kommt keiner. Männer machen krasse Sachen, um Frauen kennenzulernen, das gebe ich zu, aber nie im Leben sitzen irgendwo in Nordafrika am Strand so zwei Jungs. Das Leben hat nichts mehr zu bieten. Das ganze Land, Krise, Krieg, Tod, Verderben. Und plötzlich sagt der eine zum anderen, Alter, in Deutschland können wir arbeitslosen Vollpfosten die Weiber wegnehmen. Hä, was, wie jetzt? Ja, aber neulich hier in der Werbung. In der Werbung? Ja. Wir müssten da halt nur mal irgendwie mal hin. Ja, wie jetzt? Und dann? Alle 11 Minuten. Ja, und deswegen heißt es auch Parship.
Vielen Dank, ihr wart großartig. Bis bald. Macht's gut. Dankeschön. Jochen Prang, der Verantwortungsbewusstlose. Jochen Prang. Jochen Prang, ladies and gentlemen.